Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen. Wenn wir die meistern wollen, müssen wir unsere Infrastruktur erneuern. In der Bildung, in der Wissenschaft, in der Mobilität, für die Digitalisierung. Das erfordert riesige Investitionen, die zum größten Teil aus der öffentlichen Hand herausgestemmt werden müssen. Gleichzeitig gilt ab 2020 die Schuldenbremse. Wie wir diesen Spagat meistern können, wie wir gleichzeitig investieren und öffentliche Verschuldung abbauen können, darüber wollen wir heute in der Landesvertretung Baden-Württemberg diskutieren. Wir haben Gisela Splett, Staatssekretärin im baden-württembergischen Finanzministerium. Wir haben den Berliner Finanzsenator Matthias Kolatz-Ahnen. Unser Gast wird sein Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Und die internationale Sicht wird Christian Kastrop von der OECD einbringen. Andreas Esche von der Bertelsmann Stiftung wird eine Studie zum Thema Investitionsregeln vorstellen. Sie sehen, ein spannender Abend, ein spannendes Thema. Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit uns.